Ich habe gerade Omids Video zu seinem Rechtsstreit mit Tesla gesehen und es wird Zeit, dass ich von meinem Megaprozess mit Tesla, der bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, berichte. Omid, ich weiß, wie du dich fühlst, kenne diese Fassungslosigkeit aufgrund der Reaktion von Tesla, seinen Anwälten, aber auch von den Gerichten und weiß, wie es sich angefühlt hat, als ich dachte, auf der Überholspur zu sein und dann einen Frontalcrash vor dem BGH zu haben, dem höchsten deutschen Gericht. Doch in meinem Video geht es nicht um die gravierenden Auslieferungsmängel von Tesla und deren schleppende Beseitigung, die nach 6 Monaten endlich einigermaßen zufriedenstellend bei meinem Model S erfolgt sind, sondern um ein extrem kundenunfreundliches Verhalten von Tesla, das tausende Tesla-Fahrer zwischen 2017 und 2020 betroffen hat. Ja, das sogar Auswirkungen auf jeden Autofahrer in Deutschland, ja der ganzen Welt hat, egal ob er ein E-Auto fährt oder nicht. Ich werde dir schonungslos aufzeigen, warum meine Geschichte keine David ist erfolgreich gegen Goliath Story ist, sondern warum ich nach 2,5 Jahren krachend vor dem BGH gescheitert bin. So viel kann ich dir schon mal verraten, Goliath war nicht stärker als David. Doch erstmal der Reihe nach. Hallo, ich bin Dirk Henningsen und ich habe von 2017 bis 2022 ein Tesla Model S75 über 146.000 Kilometer gefahren. Wenn du noch nicht meinen YouTube-Kanal abonniert hast, hole das gerne direkt nach. Das hilft mir, weitere Videos zu produzieren und kostet dich nur ein paar Sekunden und Klicks. Tesla hat Anfang 2017 mit einem seiner regelmäßigen Software-Updates over the air still und heimlich einen versteckten DC-Ladezähler eingebaut, der bei der Auslösung massive Auswirkungen auf die Fahrzeugnutzung hatte. Als DC-Ladung werden Ultraschnellladungen bezeichnet, damals waren es eher Schnellladungen. Als Hintergrundinformation muss man wissen, dass Tesla auf die Model S der ersten Jahre eine 8-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung auf die Traktionsbatterie und die Drive-Unit gegeben hat. Das war gerade für die Tesla-Fahrer der ersten Stunde sehr wichtig, da die Drive-Unit anfangs häufig alle 40.000 Kilometer getauscht werden musste und auch die Traktionsbatterien der ersten Stunde durchaus nach den ersten 100.000 Kilometer kaputt gehen konnten. Beide Defekte konnten relativ schnell und einfach repariert werden, sodass es einen Kreislauf mit aufbereiteten Traktionsbatterien und Drive-Units gab. Wenn man überlegt, welche Vorreiterrolle bei der Elektromobilität Tesla gespielt hat und wie viel schneller seine Model S und X im Vergleich zu anderen vorhandenen E-Autos geladen und beschleunigt haben, ist es kein Wunder und auch ein Umstand, den wir als Innovatoren akzeptiert haben, dass es anfangs solche Schwierigkeiten gab. Mit den Jahren hat dann Tesla die Traktionsbatterie und auch die Drive-Unit verbessert, sodass zum Beispiel meine Drive-Unit über 140.000 Kilometer bis zum Verkauf meines Model S gehalten hat und wahrscheinlich heute noch das Auto durch die Gegend fährt. Und Elon Musk hat daraufhin in einem Interview großspurig behauptet, dass die Traktionsbatterien nun 800.000 Kilometer oder länger halten. Während ich also mein schlampig zusammengebautes Model S mit defekter Drive-Unit, schiefen Kofferraumdeckel und einer defekten Kühlmittelpumpe der Traktionsbatterie ausgeliefert bekommen habe, sprang immer mehr DC-Ladezähler auf Rot und reduzierten von der einen auf die andere Ladung die bis dahin mögliche Spitzenladeleistung je nach Modell teils dramatisch. Besonders deutlich und früh war das bei Model S oder X90D zu spüren, die den Nachfolgeakku von den ersten Model S mit den sogenannten 85er Batterien enthalten haben. Innerhalb von 2 Jahren waren geschätzte 90% der Fahrzeuge davon betroffen. Hier reichten, wie Björn Nyland, ein norwegischer YouTuber und zum damaligen Zeitpunkt Besitzer eines Model X90D Performance, wiederholt feststellte, schon 40.000 Kilometer Fahrleistung, die über DC-Ladungen nachgeladen wurden, aus, um die maximale Ladeleistung von 115 kW auf 87 kW zu reduzieren und somit die Ladezeit spürbar zu erhöhen. Der Fall von Björns Model X90D ist insofern sehr interessant, weil er aufgrund eines Batteriedefekts mit einer neuen, unbeschränkten Traktionsbatterie starten und genau dokumentieren konnte, ab wann die Reduzierung der Ladeleistung erneut eingetreten ist. Da er als Vielfahrer und intensiver Nutzer der DC-Ladeinfrastruktur auch außerhalb des Supercharger-Netzes extrem viel DC geladen hat, konnten uns seine Erfahrungen wertvolle Informationen geben. Aber auch beim Model S75 wurde die Spitzenladeleistung von 97 kW auf 83 kW reduziert und jede Ladung auf 80% um 5 Minuten verlängert. Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung und ohne Rücksprache mit dem Kunden durch Tesla. Warum hat sich Tesla so verhalten?
Man könnte sagen, Tesla hat mein 82.070 Euro teures Model S willentlich zum eigenen Vorteil ramponiert, weil es der irrigen Annahme war, dass häufiges DC-Laden die Traktionsbatterie schneller altern lässt und Garantieleistung innerhalb der 8 Jahre vermeiden wollte. Weil ich durch Videos, zum Beispiel von Björn, wusste, dass häufiges DC-Laden ein Problem ist, habe ich bei jeder Supercharger-Ladung, ja sogar bei jeder Ladung am 50 kW DC-Lader, ein schlechtes Gefühl gehabt und diese Ladung so weit wie irgend möglich vermieden. Dem DC-Lader war es nämlich egal, wie schnell man geladen hat. Selbst die typischen 30 kW am 50 kW-Lader wurden mitgezählt. Teilweise habe ich sogar extra eine Übernachtungsladung am AC-Lader eingebaut, wenn das mit meiner Langstreckenfahrt vereinbar war, um DC-Ladung zu sparen. Gerade weil ich so vorsichtig beim DC-Laden war und obwohl ich bis zu 30.000 Kilometer Langstrecke jährlich gefahren bin, war bis zum Frühjahr 2019, als Tesla das zweite Mal auf Teslas aus dem Nichts einschlug, der Zähler noch nicht auf Rot gesprungen. Was hatte Tesla durch ein Software-Update, die nach eigenen Aussagen die Fahrzeuge kontinuierlich besser machen sollten, verursacht? Aufgrund der vielen Daten von Supercharger-Ladungen hatte Tesla festgestellt, dass es womöglich noch einen viel größeren Einflussfaktor auf die Batteriealterung gibt als das häufige DC-Laden, nämlich hohe Ladeleistung bei geringen Zelltemperaturen. Dieses Mal gab es zumindest eine offizielle Erklärung von Tesla, in der lapidar erklärt wurde, dass nun ein temperaturabhängiges Ladeprofil eingeführt werden würde, was zusätzlich zu der normalen Ladezeit den Ladevorgang von 2 bis 15 Minuten verlängern würde. Mit einem späteren Update wurde dann auch noch die Batterievorkonditionierung eingeführt, sodass die Traktionsbatterie vorgeheizt werden können sollte. Auch bei diesen Updates gab es im Vorfeld keine Info. Es gab keine Möglichkeit, das Update abzulehnen, sodass Tesla wiederholt wesentliche Produkteigenschaften des gekauften Produkts, also von meinem Model S 75, verändert hat. War man von der Reduzierung der Ladeleistung wegen häufigen DC-Laden auch noch betroffen, so hat sich die Ladezeit also von 40 auf bis zu 60 Minuten pro Ladevorgang auf 80% erhöht. Was bei meinem Model S 75 zusätzlich noch das Problem war: die Batterievorkonditionierung, die Tesla durch ein Software-Update aus dem Hut gezaubert hatte, war so nicht geplant gewesen und somit wenig zuverlässig und auch nicht ausreichend dimensioniert. Vor allem, weil der optimale Temperaturbereich bei 43 bis 50 Grad lag, also ziemlich hoch und in einem sehr kleinen Korridor, sodass alles optimal lief. Die Folge war, dass ich bei Hunderten von Ladungen keine einzige Ladung hatte, in der die Ladung 2 Minuten länger gedauert hat. Es waren eher 5 bis 15. Als ich dann nachher einen Trick rausgefunden habe, um das Ganze zu verbessern, waren es nur noch so um die 10 Minuten pro Ladevorgang, die das zusätzlich zu dem langsameren Laden wegen der DC-Ladeleistungsreduzierung geführt hat. Als bei meinem Model S 75 dann im Frühjahr 2020 auch noch die Reduzierung der Ladeleistung aufgrund häufigen DC-Ladens hinzukam, ist mir der Kragen geplatzt. Vor allem, weil Tesla munter nach 2017 weitere extrem kundenunfreundliche Entscheidungen getroffen hat, die die Nutzbarkeit der verkauften Autos zum Teil massiv eingeschränkt haben. Es fing an mit dem 15.12.2017 und die Änderung der Supercharger-Nutzungsbedingung. Plötzlich durfte man nicht mehr kostenlos am Supercharger laden, wenn man das Auto gewerblich genutzt hat. Gemeint waren damit wohl nur Kurierfahrer, aber Tesla hat den Punkt bewusst offen gelassen, sodass sie jederzeit jeden Firmenwagen von der Gratis-Supercharger-Nutzung ausschließen hätten können. Nach einer meiner Quellen waren 2020 sogar Model 3 von der Reduzierung der Ladeleistung betroffen. Leider konnte ich das nicht verifizieren, weil Tesla dann später die Begrenzung wieder aufgehoben hat. Vermutlich ist ihm bewusst geworden, was für einen Shitstorm auf sie zurollen würde, wenn sie beim damaligen Bestseller Model 3 genauso rückwirkend vorgegangen wären wie beim Model S und X. Dafür wurde dann klammheimlich einfach bei den neu ausgelieferten Model 3 mit anderen Traktionsbatterien die Ladekurve spürbar angepasst, sodass bis heute die frühen 2019er Modelle die Model 3 sind, die am schnellsten am Supercharger laden können. Im September 2020 degradierten dann plötzlich eine Menge Model S 75 auf unerklärliche Weise. Womöglich hat Tesla hier die Kalkulationsbasis für die typische Reichweite, das ist ein fixer Wert, angepasst, der für die Berechnung der Degradation herangezogen werden kann, so wie sie es auch schon früher mal gemacht hatten. Besonders schlimm hat es
In all den Jahren jedoch die Besitzer früher Model S mit der 85er Batterie getroffen. Bei ihnen wurde die Reichweite spürbar reduziert, weil Tesla ja quasi einen oberen Puffer einbauen musste, um die Batteriesicherheit zu gewährleisten und zusätzlich die Ladeleistung massiv reduziert hat. Dadurch sind die Model S für Langstreckenfahrten kaum noch zu gebrauchen, da die Ladung über den verbliebenen 60% State of Charge, also Akkufüllstand, extrem zäh wird. Nur der massive Ausbau des Supercharger-Netzwerks macht vereinzelte Langstreckenfahrten überhaupt erträglich. Bitte verstehe mich richtig, ich habe kein Problem damit, dass Tesla als Marktvorreiter Erfahrung gesammelt und Fehler gemacht hat. Das große Problem ist, dass es keine Kommunikation gab und gibt und im Zweifel gegen die Kunden entschieden wird und sie einfach abgewimmelt werden. Mein Vorwurf gegenüber Tesla und der Hauptgrund, warum ich im Sommer 2020 meinen Prozess gegen Tesla begonnen habe, ist, dass Tesla einseitig und nachträglich wesentliche Produkteigenschaften via Software-Updates ändert, die zu einer deutlichen Nutzungsverschlechterung führen können. Wenn ich ein Auto kaufe, erwarte ich, dass die angepriesenen Leistungen und Eckdaten über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung stehen und nicht, dass sie einfach zugunsten des Autoherstellers über Nacht geändert werden, weil er seine Meinung nachträglich ändert. Das ist ein Punkt, der nicht nur Tesla betrifft, sondern für alle Autohersteller gilt. Denn immer öfter können über die Software in Autos wesentliche Eigenschaften verändert werden. Dabei sind alle Autofahrer darauf angewiesen, dass die Autohersteller diese Macht sinnvoll nutzen, was, wie viele Beispiele zeigen, leider nicht immer der Fall ist. Nehmen wir ein Beispiel. Die Renault-Bank ist zum Beispiel damit aufgefallen, dass die Renault Zoes via Software-Fernzugriff stillgelegt hat, weil die Raten für die Traktionsbatterie nicht bezahlt worden sind. Tesla hat das DC-LAN an beschädigten, aber wieder reparierten Fahrzeugen einfach deaktiviert. Teilweise während sie gefahren sind, sodass die mitten im Nirgendwo gestrandet sind, weil sie nicht mehr laden konnten, um weiterfahren zu können. Deine Fantasie ist keine Grenze gesetzt, was alles über Software nach dem Kauf am Fahrzeug geändert werden kann. Natürlich kann auch vieles zum Guten geändert werden. So hat Tesla letztendlich die Reduzierung der Ladeleistung aufgrund zu häufigen DC-LAN im Dezember 2020 aufgegeben und eine neue Ladekurve mit sogar höheren Spitzenladeleistungen als die der ursprünglichen Ladekurve eingeführt. Die Ladezeit ist dabei auf 80% zwar nicht gestiegen, aber lädt man kürzer, ist man seitdem schneller unterwegs. Das Grundproblem ist aber geblieben. Alle Änderungen wurden ohne vorherige, aussagekräftige Informationen vorgenommen und konnten nur für eine begrenzte Zeit mit vielen wirklich nervenden Erinnerungen verhindert werden. Teilweise lässt Tesla die Kunden auch bewusst im Dunkeln, was zum Beispiel für eine Traktionsbatterie oder andere Hardware-Komponenten im Fahrzeug verbaut sind, obwohl diese teilweise gravierende Auswirkungen auf die Funktionen haben. Einen Tesla zu kaufen hat immer etwas mit einem Überraschungspaket zu tun, da Tesla ständig seine Fahrzeuge verändert und es über die Jahre aufgrund der laschen Qualitätsendkontrollen auch immer schwankendes Qualitätsniveau gab. Mein Prozess gegen Tesla hat einige sehr interessante Aspekte von Tesla, aber auch von der deutschen Justiz ans Tageslicht gebracht. Die Anwälte von Tesla, meist junge Berufsanfänger von einer großen deutschen Kanzlei, kamen völlig unvorbereitet, ohne Kenntnisse der Materie, ja sogar eines E-Autos ins Gericht und hatten nur Glück, dass das Gericht sich nicht mit dem Thema befassen wollte und einen fachlich unsauberen Beschluss gefasst hat, wie mir mein Anwalt dann im Anschluss bestätigt hat. Das Amts-, aber auch das Landgericht, bei dem wir die Berufung durchgeführt haben, hat die Dimension der Thematik nicht erkannt und ist zur Entscheidung gekommen, dass ich als Kunde doch bitte froh sein soll, dass Tesla mein Auto durch die Verschlechterung schont und somit weniger Garantieleistung erforderlich sind. Während diese Entscheidungen in meinem Fall getroffen worden sind, gab es völlig anderslautende Entscheidungen beim selben Gericht, aber anderen Richtern, die den Klägern einen Schadensersatz bzw. die Wandlung des Fahrzeugs zugesprochen haben. Dabei kam es auch immer wieder zu Versäumnisurteilen, weil Tesla bzw. deren Anwälte nicht vor Gericht erschienen sind, weil Tesla seine Anwälte einfach nicht mit den erforderlichen Informationen oder Entscheidungen ausgestattet hat. Teilweise konnten einem die Tesla-Anwälte richtig leid tun. Bedauerlicherweise hat auch der BGH Anfang 2023 meine Klage abgewiesen, sodass bis heute ungeklärt ist, was die Autohersteller im Nachgang an einem von ihnen verkauften Auto ändern dürfen und in welchem Umfang sie eine Zustimmung brauchen oder nicht. Mein Fazit aus meinem Megaprozess mit Tesla ist:
Auch wenn andere Tesla-Fahrer mit der gleichen Thematik beim gleichen Gericht erfolgreich sind, heißt es nicht, dass man gewinnt. Tesla Deutschland ist zu chaotisch oder nicht willens, selbst in Gerichtsprozessen sich um seine Kunden zu kümmern. Das zeigen die Versäumnisurteile und Erfahrungen aus vielen Dutzenden anderer Gerichtsverfahren. Wenn man in seinem Servicecenter vor Ort keine gute Crew hat, die sich reinhängt, dann ist man, so wie bei vielen anderen Herstellern auch, leider verloren, wenn man ein Auto hat, das Betreuung braucht. Die deutschen Gerichte sind mit Themen zur E-Mobilität oder softwarebasierten Autos offensichtlich genauso überfordert wie einige deutsche Autohersteller. Es ist bedauerlich, dass auch der BGH die Tragweite der Thematik nicht erkannt und das Thema lapidar abgewiesen hat. Der große Vorteil für heutige Tesla-Fahrer ist, dass sie nicht mehr wenige und Tesla kein junges Unternehmen mehr ist, sodass weitreichende Entscheidungen besser überlegt werden, weil sie nicht nur ein paar Tausend, sondern Hunderttausende, ja sogar Millionen von Tesla-Fahrern betreffen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.